Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spin Tires Mud Runner zusammen mit dem Garderuhl. Hallo Ansgar. Hallo. Hallo Zuschauer. Ne? Du sagst zu mir Ansgar, aber ich sag zu dir Garderuhl. Ja, ich drehe durch, wenn ich meinen Vornamen höre irgendwie. Ja, wieso? Ist ungewohnt. Ich bin, okay. Wenn ich online bin ich online. Dabei. Wenn du lange WoW gespielt hast, bist du auch gewohnt mit dem WoW-Namen von deinen ganzen Kollegen. Dann werde ich auch nur noch mit Nordrhein TV Play angesprochen. Ist vielleicht ein bisschen sperrig. Ja, vielleicht. 0XD123. Black Warrior XD. Nee, oder aber... Blue Warrior hier, in meinem Fall. Blue-Green Warrior. So. Ja. Oh. Ja, du müsstest mal vielleicht mich seitlich zur Seite buxieren. Weil da hat sich ein Baum dazwischen geklemmt. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas mit Namen. Ja, ist... Oh, das ist Antwort. Lebt noch. Das ist Antwort. Du wirst jetzt auch müde, ne? Es wird Zeit, dass wir Schluss machen. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas mit Namen. Ja? Ach so, ja, in Nerdkreisen ist es doch auch so, das weiß ich nicht. Die Leute sich mit ihren Kosenamen, wollte ich schon sagen, mit ihren Pseudonamen, also wenn du hier, weiß ich nicht, CCC oder gehst in Hackerclub oder irgendwie sowas, ich bin, da rede ich auch alle so, oder nicht? Ich bin in Nerdkreisen nicht so unterwegs, keine Ahnung. Da sagst du nicht Ansgar, sondern sagst du Bravo Charlie oder weiß ich nicht, weißt du? So. Copterman 123. Ja, du bist in diesen Kreisen nicht unterwegs. Ja, das weiß ich nicht. Hat's ja noch nicht so. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Berührungspunkte. Habe ich ja jetzt gerade. Weiß ich nicht. Wenn du damit mal anfangen. Was? Nee, wenn du damit anfangen willst oder wenn du da mal Einstiegspunkte haben willst oder so, wie diese Szene so tickt, kann ich nur empfehlen. War ja jetzt gerade, während wir aufnehmen, ist es in Zukunft der 34C3. Ja? Also Hacker Convention. Und habe ich mal von gelesen im Spiegel. Ja, dann nicht nur lesen, sondern mal YouTube. Ey! Alter, so! Bist du so? Wahnsinnig? Ist jetzt gut. Seitlich, nicht von hinten. Also, das Schieben meine ich. Kannst du weiterfahren, ne? Nee, kann ich nicht. Hallo! Du willst jetzt auch, dass es fertig wird, ne? Nee, ich sag nur, kannst weiterfahren, ne? Mhm. Nee, kann ich nur sehr empfehlen. Da geht es ja auch um verschiedenste Dinge, ne? Also unsere eigene Sicherheit, Bildung. Ja, davon habe ich gelesen. Ja. So, pass auf, bevor wir hier abschließen, sollten wir vielleicht die ganzen Fahrzeuge einsammeln, ne? Was machen wir? Wir haben jetzt 3 Minuten und sind jetzt gleich fertig. Ne, sag ich ja gerade. Wir sollten vielleicht nur. Ja. Das war jetzt. Jetzt habe ich versucht, das zu kaschieren. Oh, was machst du? 3 Minuten. Warte mal, was muss man dafür machen? Muss man da reinsteigen? Nee, ne? Nee, fahr mal ein bisschen. Achso, was willst du jetzt mal? Die Fahrzeuge noch einsammeln. Wo willst du die denn hinsammeln? Nee, musst du da nicht irgendwie mal dran vorbeifahren oder irgendwas? Weil die stehen ja hier rum. Ach so, ja, da muss man dran vorbeifahren. So? Ja. Muss man da nicht dran vorbeifahren? Da muss man dran vorbeifahren. Ich kann einfach einklettern. Warte mal. Ah, Hupe geht schon. Hier noch nicht. Ich kann noch irgendwo eins holen. Dann nehme ich mal B31. Und hier mal K701. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier freischalten kann. Ah, nee. Da hinten. Da wo ich den Mist. Warte. Ich dachte, ich könnte dieses kleine ladeartige Fahrzeug hier noch nehmen. Ja, du. Haben wir es geschafft? Mensch. Nach viel zu vielen Folgen. Aber ja, wie gesagt, also so Dings kann ich mal empfehlen, kannst auf YouTube mal gucken. Jetzt, wenn du. Ist ja jetzt so diese besinnliche Zeit, wo du vielleicht dann auch mal Zeit findest, YouTube zu. Nee. Es ist jetzt nicht die besinnliche Zeit, du findest keine Zeit, YouTube zu gucken, aber sollte es doch der Fall sein, einfach mal eingeben, 33C3, 34C3. Und es gibt echt interessante Vorträge, richtig. Zum Beispiel letztes Jahr war der Typ von der ESA da. Und das Coole ist ja, ich weiß, du kennst das wahrscheinlich aus deinem täglichen Leben, wenn Profs keine Vorträge halten können, ne? Ja, ich glaube, das ist tödlich und der Typ kann das aber, ne? Und der nimmt dich da mit und alles und ist ja mein Erdkundlehrer. Ich habe auch einen Professor, der kann unglaublich, die Arbeit war leider scheiße, das muss ich an der Stelle kurz sagen, das weiß er aber auch selber. Und vor allen Dingen, mit welcher Dings, es gibt immer so Evaluierungsbögen, das heißt, da lassen sich die Professoren bewerten von den Studenten oder Studierenden, muss man ja sagen. Naja, und Geflüchtete, muss man auch sagen. Ja. Grammatikalisch aber falsch, ne? Nein, aber egal. Geflüchtet. Sie sind geflüchtet, also sind die Geflüchteten Geflüchtete. Ja, ich weiß. Aber ist trotzdem. Warum? Ist egal.
Kannst du ja mal. Nein, dann wäre es geflüchtet. Aber nicht der geflüchtete. Nein. Was? Egal. Was denn? Egal. Sag ich dir nachher. Das haben, die Linken, das haben doch die Linken aber gesagt, da muss das doch stimmen. Die Linken sind. Links. Was? Gut. Die haben doch Definitionshoheit, was PC angeht, oder nicht? Ist ja auch jetzt egal. So, wir reiten uns hier weiter rein. Dein Prof. Entschuldigung. Ja, es gibt diese Evaluierungsbögen. Mhm. Jeder Professor ist dazu angehalten, diese Evaluierungsbögen am Ende der Vorlesung zum Beispiel oder am Anfang auszugeben, damit man die Professoren dann eben bewerten kann und die sich dann irgendwie noch verbessern kann, beziehungsweise wissen, was sie gut gemacht haben, was sie nicht gut gemacht haben. Was macht dieser Professor? Der nimmt diese Evaluierungsbögen und sagt, ja, ich habe hier diese Bögen bekommen und schmeißt die vor den Augen aller Studenten in den Müll. Ja, da sieht man so ein bisschen, aber der kann auch einfach sehr, sehr gut vortragen. Und der, das war auch, das wäre auch was für dich, glaube ich, gewesen. Der hat so ein bisschen mit so Ansichten gespielt und hat versucht zu provozieren und das kam auch immer an. Der hat einen sehr, sehr schlechten Ruf, so wegen seiner Ansichten. Aber eigentlich ist das sehr, sehr geschickt, was er macht. Aber ja, der kann sehr, sehr gut vortragen. Aber da habe ich Wirtschaft in VWL eigentlich eine. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Also es gibt solche und solche. Na, wenn ich überlege. Ja, das war bei uns. Bei uns war es der Erdkundelehrer kurz vor der Rente. Hatte ich Erdkundeleistungskurs, weil ich wollte ja unbedingt Japanologie machen. Und Japanologie? Ja. Ein halbes Jahr Japanologie gemacht. Und jedenfalls. Und der konnte das auch. Der hat dann immer erzählt und gemacht und getan. Mhm. Also das auch so anschaulich erklärt. Du hast immer aufgepasst. Vor allen Dingen, das sind ja auch die Leute, die sich da vorne hinstellen. Die haben keinen Zettel in der Hand und keine Vorlesungsfolie, sondern die erzählen einfach. Ja, genau. Und die können es irgendwie. Ja, richtig. Aber auch wie der erzählt hat. Ne? Er hatte zum Beispiel hier Erosion wollte er erklären. Ne? Und er hat immer so seine Lieblinge in der Klasse, aber wirklich nie richtig böse, ne? Aber immer so, ein paar musste immer so ein bisschen so sticheln. Ja. Und das war, in dem Fall war das der Sebastian, der hat immer, der ist dieser Typ, wo immer der Finger hochging, ne? Kennst du ja diese Typen, ne? Immer geht der Finger hoch, bei jeder Frage. So, und dann wollte er Erosion erklären. Das war so, dann hat der, nee, Erosion nicht, Gartenbau. Ja, irgendwie so. Und die Geschichte fing an zu erzählen, nur das so vom Stil her mal versuchen wiederzugeben. Ja, hier, der Garderol, der hat da seinen Garten, ne? Da hat er so eine Beete gezogen, da geht der Trampelpfad zwischendurch und hat da seine Möhrchen und seine Radieschen. Und so war der immer erzählen. Und dann und seine Radieschen und dann wässert er die und dann macht er Dünger dran, da kann er lecker hier Salat machen, ne? Sauerländer Salat und so. Der Sebastian auch im Garten, alles voller Unkraut. Ja, hätte man ja auch nicht anders erwartet, ne? Und so ging das dann. Aber in diesem Stil, 45 Minuten am Stück. Ja, und du hast cool. Also total geil. Ne? Ja, das finde ich auch gut. Ich finde das auch sehr, sehr. Das ist auch tatsächlich ein unterschätztes Talent. Man nimmt das dann gern mal so als Selbstverständlichkeit hin, dass jemand gut erzählen kann oder gut vortragen kann. Also auch bei Let's Playern, ne? Die erfolgreich sind, sind ja meistens die, die irgendwie gut unterhalten können, sich gut ausdrücken können oder so. Und die es nicht können, die kennt man dann halt vielleicht nicht so sehr. Also man nimmt das selbst gern so als selbstverständlich hin, aber das ist es nicht. Das ist wirklich eine Fähigkeit, gut zu erzählen und die Leute in ihren Bann zu ziehen. Oder in seinen Bann. Hier stand gerade für Ansgar Nordrhein TV freischalten. Keine Ahnung warum. Ist ja nett. Ja, habe ich mal gemacht. Hat er ja, habe ich gesehen. Ja, okay. Ja, Glückwunsch, du hast einen neuen LKW. Ja. Noch einer, auch für dich. Selbst freigeschaltet, aber bin jetzt hier im Schlamm noch unterwegs. Das ist auch schön, auch schön. So, hier hast du einen Tanker, bitteschön. Dankeschön. Gut, dass wir den Tanker jetzt auch haben. Ja, jetzt noch ganz am Ende. Ist noch irgendwas auf der Map? Ja, dann mach mal fertig jetzt, ne? Nee, war, ne? War, ist, hast keine Lust mehr, ne? Ja, was sollen wir jetzt machen? Das ist ja. Wo bin ich denn? Hier muss ich hin. Okay, ich gebe mal ab, ne? Danke, das war alles. Wie danke, das war alles. 8 Beladungspunkte geliefert. Was warst du denn für ein Typ? Warst du eher der schriftliche Typ oder eher der Referatstyp? Ich bin am falschen Sägewerk? Im falschen Film, glaube ich, bin ich jetzt. Ja, wir sind am falschen Sägewerk. Das kann nicht sein. Du kannst das abladen. Nein. Obwohl? Ich war der schriftliche Typ. Ich kann nicht vortragen. Willst du mich verarschen? Nein. Muss ich okay? Zwar.
Ja, dann happy trucking, würde ich mal sagen. Dann geht's jetzt wieder los. Fahr du mal, ne? Warte, ich brauche hier gleich Begleitschutz. Also ich brauche gleich einen Tanker. Ich brauche einen Tanker. Ich brauche einen, der mich rauszieht. Ich habe jetzt ist der Tanker ja freigeschaltet, kann ich ja mal kommen. Wir haben ja noch 5 Minuten. Dann schaffe ich das doch locker. Ja, locker. Nee, ich war, Referate nein. Also ja, schriftlich. Also nicht. Ja. Okay. Warum? Was bist du? Ich bin total, ja gut, ich kann schriftlich. Was ich nicht gut kann, ist so Sachen auswendig lernen, wo ich nicht genau weiß, was ich damit eigentlich soll und auch nicht dahinter stehe. Das kann ich nicht gut, aber sonst schriftlich bin ich, glaube ich, ganz gut, aber Referate machen mir auch sehr viel Spaß. Na, ich habe jetzt eine Masterthesis hier auf dem Schreibtisch liegen, die auch Interview wollte und habe ich auch gesagt, nee, mach ich aber schriftlich. Das ist einfach mein Ding. So, ne? Dann mache ich das, anders mache ich es nicht. Über welches Thema? Oder also weiß ich nicht, ob ich das sagen kann, weil das, glaube ich, das wird, glaube ich, was Höheres, wenn es mal irgendwann fertig wird. Also nicht irgendwie, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Interna drin sind, aber trotzdem. Weitestgehend halt schon YouTube-Medienbereich Marketing. So, Richtung. Ja. Influencer. Das kann ich ja. Habe ich letztens eine Dings gesehen, wie hat jemand, glaube ich, in so einer Facebook Games Job sowieso Gruppe, hat er so ein Ding postet, dass der irgendwie eine Masterarbeit über das Thema wie Influencer irgendwie im Gaming-Bereich gerade als Marketing-Instrument nutzbar sind. Also finde ich auch ganz interessant. Das hast du jetzt gesagt. Ich habe das weder bestätigt noch dementiert, kann nur hinzufügen, dass das für mich halt sehr interessant war. Davon, unabhängig davon, was du jetzt gemacht hast, es ist halt werde. Was ich sagen wollte, was für mich dann interessant ist, dass es auch, dass ich aus Binnen- und aus externer Sicht ja beides habe, ne? Als, sagen wir mal so, als Medienschaffender, als Medienvermittelnder, als Medienberatender kann ich da so aus verschiedenen Blickwinkeln auch dazu beitragen. Deswegen fand ich das Thema, was mir da vorgelegt wurde, sehr interessant. Aber schriftlich. Punkt. Hm? Ja. Ja, okay. Glaubt man nicht, ne? Weil so YouTuber, die labern doch eh den ganzen Tag, aber nee, das. Da will man ja auch so ein bisschen sehr exakt arbeiten und frag mal Werner, wie exakt ich formulieren kann. Werner, Grüße. So. Das hat's mir angetan, ich weiß. Ey, das ist aber länger als 5 Minuten darüber, fürchte ich. Diese Folge wird fertig gemacht. Okay. Ja, Papa. Ja, kein Ding, ne? Man muss auch irgendwo Regeln geben, ne? Also ich höre da schon raus, ich darf dir Empfehlung geben, bitte nicht vermehren, danke. So, Das war jetzt ein freundlich verpackter, eigentlich sehr böser Kommentar. Schön, ne? Also aber auf den Tisch gehauen jetzt hier, junger Mann. Es arbeitet noch. Ratter, ratter, ratter. Ich wusste jetzt einfach nicht, wie ich adäquat darauf antworten soll. Hattest du nicht neulich noch einst angemerkt, wie rhetorisch gewandt doch YouTuber an sich seien? Nee, das habe ich nicht doch, das habe ich gesagt, ja. Bist du auch Verfechter der Aktion Rettet den Genitiv, wo wir schon mal dabei sind? Ja, tatsächlich. Ja. Das kennen viele wahrscheinlich noch gar nicht mehr. Ja. Oder den vielmehr. So. Wem? Den. Bist du Verwender des Genitivs? Ja, ich bemühe mich stets. Ich hatte zuletzt sehr spaßige Erfahrungen damit gemacht, als ich Railway Empire spielte. Ja. Und die Verfasser der dort dargebotenen Texte waren Freunde der eloquenten Expression. Das muss man wirklich sagen. Also das zum einen sehr lustig, aber an der Schreibweise hast du gesehen, das war jemand, der sich mit der deutschen Sprache sehr viel befasst. Also, ja, das glaubt man nicht für ein Spiel. Ist das auch tatsächlich gefallen? Ist das, nee, aber ich habe es noch gar nicht gespielt. Aber was ich gesehen habe, ist, dass oft Germanistik, ehemalige Germanistik-Studenten, also Germanisten, Game-Designer sind. Habe ich jetzt mehrmals gesehen. Fand ich lustig. Mehrmals gesehen, dass ehemalige Germanistik-Studenten Game-Designer sind? Ja, ja. Na gut, wenn man irgendwas macht, wo man nichts anfangen kann, macht man irgendwann ein Spiel. Ja, macht Sinn. Wieso? Was mit dem Germanistik denn? Bücher lesen? Entschuldigung, na liebe, liebe Germanistik-Studenten. Wow. Oh, wow. Wow. Nehmen wir ernsthaft. Einen sympathischen Eindruck hier.
Das war's. Eine Sekunde. Ist vorbei. Nein, mal ernsthaft, erklär mal, was macht man damit, wenn man da studiert? Ja, man befasst sich mit der deutschen Sprache, ne? Wie die so aufgebaut ist, was es da für unterschiedliche Stufen gibt. Mhm. Und Geschichten auch erzählt sind, nicht ganz irrelevant für Games ist, ne? Und schaut sich an, mit welchen Mitteln bestimmte Dinge dargestellt werden können, was auch nicht so ganz irrelevant ist. Also man macht sich schnell mal über so Geisteswissenschaften und sowas lustig, aber völlig zu Unrecht. Nee, ich will das nicht abwertend, aber es gibt halt, ich glaube, es ist natürlich, dass es Dinge gibt, mit denen man, jetzt ist es wieder abgestürzt. Nee. Komplett? Und weißt du, ja, und ich stehe genau auf dem Ableitepunkt, es wird Zeit, Schluss zu machen. Aber das müssen wir müssen den Abladepunkt jetzt, wir müssen die Dings hier noch kurz zu Ende machen. Ja, was machen wir denn dann? Ja. Neu laden und dann so tun, als wäre nichts gewesen? Nein, das noch da dran packen? Versuch doch mal gerade, das nochmal neu zu starten, das Spiel, und dann. Ja, okay. Dann unterbreche ich an dieser Stelle die Aufnahme. Vielleicht. Wenn das überhaupt noch drauf ist. Ja, es läuft ja meistens immer noch irgendwie weiter, ne? Ja. Ich weiß nicht, mit was du aufnimmst. Dick Story. So, wie auch immer wir das jetzt gerettet haben. Ich bin jetzt am Abladepunkt. Hey, mal wieder. Ohne Abstürzen, vielleicht. Soll ich abladen? Reicht's jetzt? Ja. Oder? Okay, ja. Entladen. Tada, damit haben wir es endlich nach diversen Folgen gemacht. Boah. Es war eine ziemlich anstrengende Sache auch für euch zum Zuschauen, aber ich glaube, die Themen haben es wieder ein bisschen rausgerissen. Hoffen wir zumindest. Ja, diesmal wolltest du aber abmoderieren. Ich habe mich gerade schon hier so zurückgelehnt, habe schon die Füße am Tisch gelegt und dachte, ach, der macht das schon fertig. Okay, was wir hier sehen jedenfalls, gespielt haben wir 2 Stunden, 13 Minuten, das glaube ich nicht so ganz. Aber das wären ja nur 9 Folgen oder so. Habe ich das richtig gerechnet? Egal. 667 Trucks, alle Trucks freigeschaltet, okay. Werkstätten, da müssen wir noch ein bisschen ran hier, Ansgar. Das geht so nicht. Das ist ja irgendwie unvollständig. Das mag ich nicht. Ja. Okay. Und Male gerettet. Wir haben keine Male gerettet. Sind das Muttermale oder? Das. Ach da, Male gerettet. Ja. Wir könnten jetzt noch weiterspielen, aber ich glaube, wir sind jetzt beide müde und gehen jetzt beide ins Bett. So sieht das aus. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen da lassen bei Ansgar und einen Kommentar bei mir. Und wo ihr schon mal dabei seid, macht das gleich nochmal umgekehrt bei dem jeweils anderen. Und dann sind alle glücklich. Und wir lesen natürlich alle Daumen und schreiben alle Kommentare. Oder so ähnlich. Also, Germanistik wäre das nicht passiert. Wolltest du jetzt auch noch auflösen, dass du dich jetzt nicht persönlich auf den Schlips getreten fühlst oder lieber nicht? Nee. Tschüss. Was? Jetzt bin ich verwirrt. Bis dann. Tschüss. Und bis in 5 Monaten halt. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.